Schaut euch diese wundertolle, die wundertolle Tasse an. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir uns was super Praktisches und Sicheres für die Tischkreissäge, denn das wird das Arbeiten auf jeden Fall ein gutes Stück sicherer machen. Diese Teile hier kennt ihr ja bestimmt, das sind Andrückhölzer, damit könnt ihr Holz an den Anschlag drücken und die verhindern halt eben, dass das Holz während dem Schnitt so ein bisschen ins Sägeblatt reinlaufen. Dieses Teil habe ich mir mal auf die Schulter hergestellt, als ich die Bussdecke hergestellt habe. Da musste ich mich ganz viele Schnitte herstellen. Und das Teil holt ihr einfach, presst es so ein bisschen gegen das Holz und macht es hier dann mit zwei Schraubzwingen relativ umständlich fest. Funktioniert, aber nicht schön. Ich hätte mir heute was Besseres bauen. Damit soll es auf jeden Fall einfacher funktionieren und jeder kennt es. Nur wenn es einfach ist, benutzt man es auch. Und als Ausgangsmaterial brauchen wir hier ein bisschen Flachstahl. Das kann man sich im Baumarkt zuschneiden lassen. In meinem Fall passt das hier perfekt in die Wut. Ich habe hier so eine Schwalbenschwanzform in meiner Tischplatte. Das kommt mir eigentlich relativ gelegen. So kann ich hier dieses Stück Flachstahl benutzen. Ich habe mir aus diesem Stück Flachstahl jetzt ein kurzes Stück rausgeschnitten. Das werden wir erstmal schleifen. Ich werde das Ganze hier an meinem Kantenschleifer schleifen. Damit kann ich einfach alles schön gleichmäßig und fein runterschleifen. Abonniert doch den Kanal. Die Maschine, die du gerade gesehen hast, habe ich auch vor ein paar Monaten hier gebaut. Und hier kommen regelmäßig Projekte rund um die Thema Werkstatt. Rund um das Thema Werkstatt, auch wenn ich manchmal ein bisschen verpeilt bin und dann zum Material verbiege. Ganz wichtig, jetzt dürft ihr die Absaugung nicht einschalten. Ich habe jetzt gerade hier dieses schöne Stück Holz hergestellt. Und daraus werden wir quasi diesen ganzen Andrückklotz herstellen. Ich werde jetzt mal zeigen, aus welchen Teilen unsere Andrückvorrichtung größtenteils bestehen wird. Hier haben wir unsere T-Nut, beziehungsweise unseren... Ich werde erstmal kurz den Aufbau von unserer Andrückvorrichtung erklären. Wir haben hier unten unsere Metallschiene, damit werden wir es später spannen. Die wird quasi hier später ruhen. Dann haben wir hier diesen Klotz, das ist so der Hauptträger von dem Andrückholz. Und das Andrückholz wird hier dieses Stück Rubin sein. Und das wird später in diesem Winkel in etwa hier zu diesem Sägeblatt stehen. Und dafür müssen wir jetzt hier unten einen Ausschnitt vornehmen. Das war das passende Wort. Diesen schrägen Ausschnitt hier kann man relativ easy herstellen. Wir brauchen dafür lediglich einen Schiebeschlitten und hier die Umrandung, wie das Teil später sitzen soll. Das kann man nämlich dann an der Schnittkante von dem Schiebeschlitten ausrichten und können uns dann quasi hier sowas wie einen Behelfsanschlag nehmen. Den schiebe ich einfach ganz durch und den muss ich festschrauben. Und jetzt ist das nur eine Sache von ein paar Schnitten und wir haben schon unseren passenden Ausschnitt. Das hier ist unser Ausschnitt. Ich habe hier dieses Stück Holz gerade noch mit meinem Schleifklotz geschliffen. Und hier ist der Vorteil, dass das Schleifpapier um die Ecken geht und ich dann bis in die Ecke schleifen kann. Ihr seht, unser Stück Rubin hier passt hier ziemlich gut rein. Es hat ein bisschen Luft, das ist aber nicht schlimm, denn später wird es ja eben in eine Richtung gedrückt und dann ist es bombenfest. Als nächstes müssen wir ein Gewinde schneiden und zwar benutzen wir eine MC-Gewindestange für das Ganze und das bedeutet, dass wir eine Steigung von 1,5 mm haben und ein Loch von 8,5 mm bohren müssen. Kleiner Tipp am Rande, auf euren Schieblehren, auf euren Messschiebern befindet sich hinten eine Skala, da könnt ihr dann einfach die Bohrerdurchmesser ablesen. Ist mega praktisch, muss man nur wissen und dann nur noch anwenden. M10. Das sind, glaube ich, noch die von meinem Großvater, die er so von Saarland geklaut hat. Kommando zurück. Das, was ich gerade in die Hand geholt habe, war ein M12-Gewindeschneider. Ich habe keinen M10-Gewindeschneider. Aus dem Grund werde ich daraus jetzt ein M... Das geht ja auch nicht. Ich habe hier schon die Löcher gebohrt.
Ich habe gedacht, ich hätte einen 10-Gewinnschneider, dem ist nicht der Fall. Aus dem Grund werde ich andere Löcher da reinbohren und hier gleich im 8er-Gewinde draufschneiden. Das bedeutet für mich aber, dass ich an die Drehbank muss, das siehst du dann gleich, und muss hier den Durchmesser ein bisschen runterstutzen. Was bedeutet das für dich? Hol da am besten einfach einen richtigen Gewindeschneider, dann brauchst du keine Drehbank. Als erstes wie immer die Stirnseite plan fahren, damit wir ein schönes Flächenbild haben. Das ist mal wieder typisch für mich. Die M10-Gewindeschneider sind hier unten. Das bedeutet, ich muss jetzt doch nichts drehen. Nochmal Glück gehabt. Dibidü, dibidü. Ach, was würde ich jetzt Ärger bekommen, wenn ich kein Schmieröl beim Gewindeschneiden benutze. Zum Glück bin ich nicht mehr in der Ausbildung. Ich werde jetzt als erstes mal hier diese Gewindestäbe festkleben. Und besser wäre es natürlich, wenn man so fest schweißen würde, aber ich will das Schweißgerät jetzt nicht freiräumen. Und außerdem hat ja auch nicht jeder von euch ein Schweißgerät, deswegen kann ich auch dann direkt mal ausprobieren, ob das hier hinhaut. Und das lasse ich jetzt erstmal hier sitzen. Ich habe gerade mal geschaut, wie fest hier diese Klebestellen sind, die wir gemacht haben. Und ich bin da nicht so zufrieden. Ich werde jetzt aber noch eine andere Methode zeigen. Die habe ich vor Jahren angewandt, als ich selbst noch kein Schweißgerät hatte. Wie gesagt, ich will hier nicht schweißen. Deswegen werde ich dir zeigen, wie das funktioniert. Ist ein bisschen brachial. Schweißen wäre definitiv schöner. Aber geht halt nicht immer alles. Ich zeige dir, wie es geht. Die Methode ist eigentlich so simpel als auch gut. Ich würde sagen, das ist so eine richtige Baustellenmethode. Aua, der schwor die Hüfte. Was müssen wir tun? Ich werde hier diese Schraube jetzt stauchen. Wenn ihr Angst um euren Boden habt, dann solltet ihr da was unterlegen. Hier spielt es aber keine große Rolle. Jetzt müssen wir hier als erstes ein paar Schläge auf die Stirnseite geben. Es dreht sich noch. Jetzt müssen wir es aber rausdrehen. Dann werdet ihr aber schon merken, dass es sich nicht mehr leicht drehen lässt. Dann drehen wir es noch ein Stückchen rein und schlagen dann weiter. Als nächstes könnt ihr mal ausprobieren, wie gut es sich jetzt noch drehen lässt. Die braucht jetzt noch ein bisschen Nacharbeit, diese Seite. Die könnt ihr jetzt nach links öffnen und dann ist es schön fest. Das hier ist bis jetzt unser Anschlag. Das hier ist das Teil, was wir eben hergestellt haben. Das wird hier einfach in meine Führung reingeschoben. Und ich habe mir hinter der Kamera schnell solche zwei Knaufe hergestellt. Das sieht jetzt im Moment alles so ein bisschen dreckig aus, weil wenn man mit Metall arbeitet und dann mit Holz arbeitet, dann wird das Holz zwangsläufig dreckig. Hier diese Spannhülsen kann man hier dann raufschrauben. Und das hier wird ja später unsere Feder quasi werden. Das wird dann hier reinkommen. Wenn ich das jetzt fest anziehe, dann seht ihr jetzt schon, dass das richtig stabil ist. Aber hier vorne der Winkel passt noch nicht und den müssen wir uns gleich markieren. Ihr könntet euch ein breites Brett holen, was ihr hier einfach ranlegt, dann hättet ihr genau die Parallele. Das mache ich nicht, ich mache das freie Auge. In diesem Fall markiere ich es mir jetzt direkt am Holz. Jetzt werde ich hier mit meiner Bandsäge gerade Schnitte hier ins Holz machen, damit wir sowas wie eine Feder erzeugen können.
Ich habe es gerade schon einmal ausprobiert. Das Teil funktioniert sehr, sehr gut, aber das ist so ein Werkzeug. Ich denke, das muss cool sein für meine Fälle. Ich will, dass es cool aussieht, beziehungsweise mit Liebe auch gemacht ist. Deswegen darf das Ding nicht so dreckig sein. Und aus dem Grund werde ich es jetzt noch ein bisschen hübsch machen. Das Teil ist an sich jetzt schon fertig und ich werde dir das Ding auch noch gleich in Aktion zeigen, wie man es benutzt. Und ich bin super happy mit drin. Schlussendlich ist es dann doch ein bisschen simpler geworden. Ich wollte eigentlich hier dieses Teil, diese Andrückfeder, die wollte ich hier mit einer Längsnut versehen. Aber mir ist aufgefallen, dass es dann eigentlich für die Verwendung und für die Herstellung zu aufwendig ist, um es dann noch nachzubauen. Es reicht voll und ganz, wenn man das auf den Tisch dann hier mit spannt. Da könnt ihr schön das auch ganz, ganz schnell einstellen und ich denke, das ist auch wichtig an der Sache. Jetzt zeige ich dir mal, wofür das eine gängige Anwendung ist, wofür man es gängig benutzen kann. Macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Dieses Teil macht definitiv Sinn, wenn ihr mehrere gleiche Schnitte macht oder ihr solche Kanthölzer hier auftrennen möchtet. Ich habe das schon relativ oft mit der Tischkreissäge gemacht und habe mir auch aus dem Grund so ein provisorisches Teil damals hergestellt. Aber das macht halt eben nicht so viel Spaß, es zu benutzen und dementsprechend habe ich es auch nicht so oft benutzt. Ich werde das jetzt mal schnell zeigen, wie man es einstellt. Bei dem Teil ist es halt sehr wichtig, dass ihr es schön abgerichtet habt, damit das schön rechtwinklig ist. Nehmen wir einfach mal an, ich möchte jetzt hier eine Scheibe von abschneiden. Dann stelle ich mir hier erstmal meine Breite ein und kann den Anschlag jetzt feststellen. Als nächstes muss ich natürlich hier noch meine Feder in Position bringen und ich will nicht so weit hier vorne pressen. Aus dem Grund bringe ich das ein bisschen nach hinten, drücke das jetzt leicht an und ziehe einfach die Schrauben fest, beziehungsweise die Holzmuttern. Das Teil kann ich jetzt immer noch nach oben rauslösen, aber es wird hier schön angedrückt. Hier seht ihr jetzt das fertige Teil. By the way, ihr könnt auch so schönes Spiegelfurnier quasi herstellen. Denn wenn ihr ein Holz, was ihr so quasi in eurer Werkstatt habt, aufbrennt und es dann so zusammenleimt, sieht das grundsätzlich schon mal cool aus. Aber ihr seht hier jetzt so gut wie keinen Versatz. Das ist dann auch also gut, wenn ihr zum Beispiel keine Hobelmaschine habt, dann könnt ihr das hier schnell wegschleifen. Natürlich ist dieses Teil eher was, wenn ihr mehrere Schnitte macht. Wenn ich jetzt nur einen Schnitt machen würde, würde ich das Ding auch nicht benutzen, dafür ist es auch nicht vorgesehen. Aber wenn ihr mehrere Bohlen ausschneiden müsst, die auch vielleicht länger sind und ihr dann dadurch nicht so viel Anpressdruck vorne am Anschlag aufbringen könnt, dann ist sowas hier echt richtig viel wert und ihr könnt viel, viel genauer und sicherer arbeiten. Das soll es auch rein schon mit dem Video für heute gewesen sein. Ich habe jetzt noch gerade schnell einen kleinen Halter gebaut, damit ich hier diese Sicherheitsausrüstung auch direkt weglegen kann und sie beim nächsten Mal nicht suchen muss. Das bedeutet, ich benutze dann auch einfach. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du sowas schon für deine Tischkreissäge hast. Also ich hatte es die ganze Zeit nicht. Aber jetzt habe ich es zum Glück. Ciao, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Nochmal und sag ciao, bis zum nächsten Mal.